Herzlich willkommen zu unserem vierten Energiecheck. Wir sind in Haushalten unterwegs und decken vermeintliche Energieirrtümer auf. Diesmal geht es um Bauen und Sanieren. Hallo, hallo, ich bin die Christina, freut mich. Hallo. Das ist der Bacardi. Hallo Hunzi. Das ist ein geschichtsträchtiges Haus. Wie alt ist denn das? Das Haus ist gebaut worden ca. 1880 und hat eine großartige Geschichte. Ihr habt große Fenster, nutzt ihr da die Sonnenenergie? Habt ihr Jalousien? Noch nicht, aber das ist uns angeraten worden und das werden wir jetzt demnächst umsetzen. Unter uns ist ja noch der Keller. Was ist denn dort? In dem Keller befinden sich ein Aufenthaltsraum, der aber nicht in dem Sinn als Wohnraum genutzt wird, sondern eher für Besucherzwecke. Vielen Dank, Silvia. Ich mache mich am Weg zum Experten. Vielen Baba. Dank. Danke. Für danke. Ciao. Oh, no, not here. Oh, no, not now. Wo kann man bei dieser Wohnsituation Energie sparen? Es gibt sehr viele Fenster hier. Die Fenster kann man im Winter dafür nutzen, Solarenergie in das Haus hineinzubekommen, indem eben unbeschattet, indem sie eben offen sind. Im Sommer ist es wichtig, dass das alte Haus, das mit seinen dicken Speichermassen relativ kühl ist, dass es auch kühl bleibt, wird der Wohnraum im Keller genutzt. Da muss man beim Herstellen darauf achten, entsprechend wärmegedämmt zu sein. Wenn man beim Bauen und Sanieren das alles beachtet, wie viel Ökotaler gibt es dann? Sanierung der Fenster mit Wärmeschutzglas innenseitig und Dämmung des Kellerbereichs wären 2 Ökopunkte. Danke an unsere Trudi. Wir würden auch Sie natürlich sehr gerne besuchen. Genauere Infos darüber gibt es auf der Facebook-Seite von Wien Energie und von Cosper TV. Vielleicht sehen wir uns bald. Auf Wiedersehen.